Der Nase erlaubt euch, Lebewesen von Ferne aufzuspüren. Die Kriegereigenschaft verleiht eurem Stärke-Attribut einen permanenten Bonus von 20. Ich würde ja die Schlange nehmen. Die hört sich am interessantesten an. Die Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Der Tod, ein notwendiges Ende, wird mich zu gegebener Zeit ereilen. Eure Sterne sind nicht die meinen. Heute soll die Schlange die Feinde beißen, die euer Blut sehen wollen. Echt mal. Könnte Meine mein Schicksal Träume erkennen. Gewähren mir keinen Ausblick auf Erfolg oder Misserfolg. Ihre Sphäre dringt nicht durch die Türen des Todes. Aber in eurem Gesicht erkenne ich den Gefährten der Sonne. Die Dämmerung von Akatosh strahlendem Ruhm könnte die herannahende Finsternis vertreiben. Mit solcher Wahnsinn. Hoffnung und dem Versprechen eurer Hilfe muss ich mein Herz zufrieden geben. Genau. Mir Habt ihr keine eilen Angst zu keine sterben? Trophäen meiner Triumphe voraus, aber ich habe gut gelebt und mein Geist sollte schnell zur Ruhe kommen. Menschen sind nur Fleisch und Blut. Sie kennen ihr Schicksal, aber nicht seine Stunde. In dieser Hinsicht bin ich gesegnet, die Stunde meines Todes sehen zu können. Mein mir vorbestimmtes Schicksal und dann zu fallen. Du laberst mir irgendwie zu viel, ganz ehrlich. Ich gehe in mein Grab. Eine Stimme, schriller als jede Musik, ruft mich. Ihr könnt mir eine Weile lang folgen. Doch dann müssen wir uns verabschieden. Mach mal. Ihr könnt euch eigentlich auch nützlich machen. Nehmt diese Fackel und bleibt in unserer Nähe. Wir sind die Leibwachen des Kaisers. Wir haben die Aufgabe, ihn aus solchen Situationen herauszuholen. Obwohl ich zugeben muss, dass die Dinge nicht ganz nach Plan laufen. Aha. Ich habe den Auftrag, den Kaiser hier lebend herauszubringen. Und das habe ich auch vor. Dann mach mal. Bleibt in unserer Nähe und lasst uns unsere Arbeit machen. Dann wird euch nichts geschehen. Keinen Schritt weiter. Oh ja, sehr gut, Mann. Der Kaiser gleich so aggro. Ah, ich will auch. Lasst mich kämpfen. Was einer. Bam, bam. Erledigen wir sie. Bam. Ey, hallo. Komm zu mir, du Arsch. Habt ihr irgendwas Schönes? Nö. Der hat nichts Schönes. Nimm mich mal mit. Hast du was Schönes? Nimm mich auch mal mit. Dankeschön. Erledigen wir sie. Der Kaiser ist in Gefahr. Wow. Autsch, hat er mich voll getroffen, der Arsch. Der Kaiser ist in Gefahr. Geht nicht Ruhe, die will ich haben. Sehr schön, sehr schön. Oh Leute, wozu braucht ihr mich eigentlich? Einen Moment, das gefällt mir nicht. Das will ich mir ansehen. Ich will mitkommen. Nur wieder hast, niemand ist doch ja nichts. Los jetzt. Wir sind schon fast bei Echt den Abwasserkanälen. Verdammt! Leute. Das Tor ist von der anderen Seite versperrt. Eine Falle! Was ist mit dem Seitengang dorthin? Oh mein Gott! Einen Versuch ist es wert. Auf geht's. Du, ja gut, geht nicht.
wird dir sein können, dass man da einfach drüber klettern kann. Sie sind hinter uns. Wartet hier, Herr. Ihr bleibt hier beim Kaiser. Schützt ihn mit eurem Leben. Für den Kaiser. Mach ich. Für den Kaiser. Das Dumme ist, wir können den Kaiser gleich nicht beschützen. Aber jetzt kann ich noch was machen. Zack, 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 zack. Ich kann nicht weitersprechen. Ihr müsst dem Prinz der Zerstörung und seinen sterblichen Dienern allein entgegentreten. Das Amulett der Könige darf ihm nicht in die Hände fallen. Nehmt das Amulett, bringt es zu Joffrey. Er allein weiß, wo mein letzter Sohn zu finden ist. Findet ihn und schließt den Schlund Oblivions. Mach mal. Und jetzt können wir uns nicht bewegen. Erst jetzt, wo der Overkaiser tot ist. Nein. Wir haben versagt. Ich habe versagt. Die Klingen haben geschworen, den Kaiser zu schützen. Und jetzt sind er und all seine Erben tot. Das Amulett! Wo ist das Amulett der Könige? Bei der Leiche des Kaisers war es nicht. Der Kaiser hat es mir gegeben. Er hat etwas in euch gesehen, hat euch vertraut. Es heißt, es ist das Drachenblut, das in den Adern der Septime fließt. Sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche. Das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs. Die meisten denken an die Krone des Roten Drachen, aber das ist nichts als Geschmeide. Das Amulett hat Macht. Es heißt, nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen. Er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben. Sagte er warum? Ich muss... Joffrey? Das hat er gesagt? Warum? Ja, oh. Frag doch nicht so viel. Wie gehört, aber Joffrey müsste das wissen. Er ist der Großmeister meines Ordens. Auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet, wenn ihr ihn seht. Er lebt friedlich als Mönch in der Venon-Priorei, in der Nähe von Koroll. Als erstes müsst ihr hier herauskommen. Diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen, am versperrten Tor vorbei. Dort gehen wir hin. Das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus. Ist ja geil. Geheim. Hier, ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen. Jetzt machst kein Bauchreden mehr. Dort gibt es Ratten und Goblins. Aber nach dem zu urteilen, was ich von euch gesehen habe, seid ihr ein erfahrener Bogenschütze. Habe ich recht? Ich brauche doch keinen Bogen, um die alle platt zu machen. Jetzt müsst ihr eure Klasse wählen. Die wichtigen Fertigkeiten eurer Klasse haben höhere Anfangswerte als die eure übrigen Fertigkeiten. Eure Stufe steigt, wenn ihr diese Hauptfertigkeiten verbessert. Eine Klasse. Nee, Bogenschütze will ich nicht sein. Dieb. Bade. Schwertkampf, Blocken, Illusion, Alchemie, leichte Rüstung. Künste, Persönlichkeit, Intelligenz. Will ich Barte sein? Diebeskünste. Barbarskampf, Agent. Persönlichkeit, Geschicklichkeit. Sicherheit, Schleichen. Akrobat. Sicherheit, Schleichen, Akrobat, Schütze, Blocken, Schwertkampf. Akrobat klingt ganz vielversprechend. Und da ich sowieso ständig renne. Kampfmagier. Magie, Stärke, Intelligenz. Ist das Hexer? Mönch. Nee. Pilger. Ritter hört sich vielversprechend an. Spezialisierung Kampf, Stärke, Persönlichkeit, Blocken, stumpfe Waffen, Schwertkampf, Mordgewandtheit, Nahkampf. Ich glaube, ich nehme Ritter. Ritter ist cool. Schattenklinge. Ist das? Schurke. Schwertmagier. Nö, ich nehme Ritter. Ritter ist cool. Ich war ganz in der Nähe. Wie dem auch sei, Ratten und Goblins werden euch jedenfalls keine Schwierigkeiten machen. Nö, sind ja auch ein Ritter. Ihr müsst Joffrey das Amulett überbringen. Macht euch sofort auf den Weg zur Venon-Priorei. Aber seid vorsichtig, alles klar? Alles klar. Gut, der Kaiser tat gut daran, euch zu vertrauen.
Ich bleibe. So bewache ich den Kaiser und stelle sicher, dass euch niemand folgt. Macht euch lieber auf den Weg. Möge euch Talos leiten. Übrigens vielen Dank für die Bergung von Captain Renaults Schwert. Ich werde dafür sorgen, dass es einen Ehrenplatz in den Hallen der Klingen bekommt. Ich will das Schwert aber behalten. Lasst den Kaiser in Frieden. Ach, so ein Arsch. Ich dachte, ich könnte noch was Schönes von ihm holen. Aber nee. Kommt der Arsch mir dazwischen? Hier gibt es zwei Türen. Einmal unmöglich. Ach nee, war nur eine. Okay. Bin jetzt mal wieder blind. Ah, nehme ich mit. Immer schön die Tränke einsammeln. Man weiß nie, für was man sie noch braucht. Das ist doof. Wohl. Nee, hä, muss ich jetzt... Ja. Aber das Eisentor kann ich jetzt nicht öffnen damit. Doch. Puh, so ein Scheiß. Na echt. Er hat die ganze Zeit... Dumm! Er hatte die ganze Zeit den Schlüssel und... Obwohl, nee, das Eisentor war ja von der anderen Seite verschlossen. Ach, stimmt. Okay, Leute, ich hab nichts gesagt. Oh. Wir warten das nochmal, ich denke, ich glaube direkt hier lang. Dann hier längs. Nee, hier war's nicht, oder? Ach, hau ab. Doch, hier war's. Ha, gleich gefunden. So. Och, ich ruhe, wenn ich hier raus bin. Die scheiß Ratten nerven, ja. Bevor ihr die Abwasserkelle verlasst, könnt ihr euren Charakter überprüfen. Nö. Ich bin mit allem zufrieden. Yay, wir sind draußen. Jetzt könnt ihr eure Weltkarte benutzen, um direkt nach Koroll zu reisen. Oder ihr schlagt irgendeine Richtung ein und erforscht die Welt auf eigene Faust. Viel Glück. Genau. Die Fackel brauchen wir nicht mehr. Nee, hier will ich hin. Genau. Fackel will ich nicht mehr haben. Weg damit. Genau, aber da wir ja die Hauptquest machen wollen, oder ich die Hauptquest in diesem Let's Play machen will, werden wir der Hauptquest folgen. Jetzt mal ohne Scheiß, die... Ich find übelst geil, die Landschaft. Übelst geil gemacht. Die ganze Welt hier und richtig cool gemacht. So... Laufen wir jetzt eigentlich nach Koroll? Ja, ich denke schon, ne? Oh. Tumor. Sehr schön. Ja, also ich werde mich hier in diesem Let's Play auf die Hauptquests beschränken und Nebenquests mal gucken. Wie ich die machen werde. Wenn ich so mache. Wüsste ich noch nicht. Obwohl ja Dunkle Bruderschaft eine richtig geile Nebenquest ist. Die mir richtig gut gefällt. Ich muss nochmal was gucken, Leute. Sorry. Wie springt denn der? Nutzen, blocken, Zauber, laufen, immer laufen, automatisch bewegen, springen, E, alles klar. Mit E springt er. Alles klar. Das war eine scheiß Idee jetzt gerade. Schnell mal wieder heilen.